Hallo und weiter geht es mit einer neuen Folge The Evil Within 2. Zieht euch einfach mal diese Melodie rein. Ich habe jetzt hier Ewigkeiten gewartet nochmal am Spawn, weil ich gerade noch was mache. Und einfach mal reinhören. Ich bin jetzt mal 2 Minuten ruhig. Also ich sag, die Musik ist einfach nur krank und widerlich. So, gespeichert hatten wir in der letzten Folge. Wir reden mit O'Neill. Aber können wir hier... War die Kiste nicht die ganze Zeit zu? Und hier gibt's... Was ist das? Schrotflinte? Ist voll. Pistolenmunition. Ohr. Ich schau erstmal, die Musik nervt mich. Herstellung. Wie viel Schießpulver habe ich? 414. Ich werde jetzt... Wie viel Schuss gibt es? Ach ja, das wird so gerechnet. 9 Schuss, 18 Schießpulver. Machen wir. Blindmunition ist voll. Ah, komm. Warum nicht? Wir haben ja genug. So. Wie viel Dingens haben wir? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. 290. 800. Nicht genug. Dann würde ich tatsächlich nochmal warten. So, Herr O'Neill. Ah, es geht Ihnen gut. Keine Ahnung, ob gut das richtige Wort ist. Aber hier bin ich. Also, wie komme ich jetzt zum Rathaus? In Union gibt es eine Art Backstage-Bereich, von dem aus Mobius die Probanden heimlich beobachten konnte. Die meisten Durchgänge sind noch intakt genug, so dass man die Risse umgehen kann. Aber Teile der Stadt schweben in der Luft. Wo sind denn da Tunnel? Das sind Durchgänge, keine Tunnel. Wenn Sie sie benutzen, wechseln Sie im Grunde die Ebene. Wir nennen es das Mark. Es existiert in einer vom Sichtbaren getrennten Ebene. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es zum Glück auch nicht. Es muss einfach nur funktionieren. Es ist ein Labyrinth. Einmal falsch abbiegen und Sie sind auf der anderen Seite der Stadt. Wo ist dieses Mark, das mich zum Rathaus bringt? Und wer kommt auf diese lächerlichen Namen? Ich markiere den Port. Er ist im nördlichen Unterschlupf. Sieht wie ein normaler Computer aus, ist es aber nicht. Ich gebe Ihnen das Passwort für die Aktivierung. Wenn Sie drin sind, folgen Sie der Markierung zu Ausgang B2. Das sollte Sie direkt zum Rathaus bringen. Das hätten Sie mir auch per Kommunikator sagen können. Vielleicht, aber dann hätten Sie die hier nicht. Die Durchgänge sind okay, der Zusammenbruch hat Probleme mit der Infrastruktur verursacht. Laut meinem Kommunikator versperrt ein Gasleck den Weg zu Ausgang B2. Ohne die hier würden Sie nicht überleben. Tödliche Gaslecks, ha? Huh? Die schlechte Nachricht immer zum Schluss, was? Nach dem, was wir bisher gesehen haben, bezweifle ich, dass das Schlimmste ist. Sehr hilfreich. Wollen Sie vorher sonst noch was wissen? Gasmaske. Erzählst du mir noch mehr? Woher wussten Sie, dass dieses Signal von dem Kerl kam, den ich erwähnt hatte? Mein Kommunikator spielte verrückt, als Sie sich melden wollten. Irgendetwas hat ihn gestört. Eine Frequenz, die ich noch nie gesehen hatte. Und sie kam aus dem Lagerhaus, in dem Sie waren. Kurz vor Ihrem Anruf verschwand das Signal. Und dann, bam, war es beim Rathaus. Als Sie sagten, dass er mächtig wäre und Sie ihn verloren hätten... Da erschien es mir logisch, dass er die Signalquelle ist. Von welchen Kräften sprechen wir denn hier? Er hat einige dieser Dinger beschworen, als hätte er sie kontrolliert.
Dann hat er sich wegteleportiert. Erinnert mich an das letzte Mal im Stam. Alle in Union wurden vor dem Einsatz im Stam getestet. Die würden keine Psychos hier reinlassen. Ich bin hier. Mich hat man nicht getestet. Aber Sie sind kein Psychopath. Richtig? Vielleicht. Warum hat er wohl sein Lager beim Rathaus aufgeschlagen? Wahrscheinlich wegen des Stabilisierungsemitters, den wir dort aufgestellt haben. Den? Was ist ein Stabilisierungsemitter? Eine Maschine, die vorübergehend einen Bereich einer Stem-Umgebung stabilisiert, die auseinanderbricht. Nicht annähernd so stark oder effektiv wie ein Kern, daher nutzen wir sie nur für Notfälle. Scheint nicht wirklich zu funktionieren. Ja, Harrison und ein Sicherheitsteam sollten ihn aufstellen, als wir eintrafen. Hoffe, sie sind okay. Schön. Kommen Sie mit? Vielleicht Nein. sollten Sie mitkommen. Wenn ich Lily finde, schaffen wir es gemeinsam hier raus. Auf keinen Fall. Ich verlasse diesen Unterschlupf nur, wenn ich Union verlasse oder mich jemand dazu zwingt. Und wer zum Teufel ist diese Lily, von der Sie immer reden? Lily ist meine Tochter. Sie ist der Kern. Deswegen sind Sie so entschlossen, sie zu finden. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ich helfe Ihnen von hier aus, wenn ich kann, aber ich gehe da nicht raus. Sie ist noch ein Kind. Ich weiß, aber an meine Güte zu appellieren, wird mich von gar nichts überzeugen. Tut mir leid, so bin ich einfach nicht. Ja, hab ich bemerkt. Das war's. Weitere Kommunikation gibt's nicht. Ich werde mal schauen, ob es hier oben noch was gibt. Vielleicht ist ja was gespawnt oder nicht. Ich wusste es. Hier gehen wir nicht raus. Wie viele... Ah, Kaffee muss ich trinken. Sehe ich gerade mal so. Kann jemand mal diese Musik ausmachen? Ist ja schrecklich. So. Wie viel Gel haben wir? Kann man das irgendwo sehen? Hier? Gel 19.000. Glaubt, da lässt sich was mit anfangen. Schlüssel, haben wir da welches? Ist die Tür hier zu? War diese Tür schon immer da? Nee, stimmt, die war noch nicht immer da. Was ist das jetzt hier? Was zum Teufel ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Und auf was muss ich schießen? Geht es noch Zeit? Treffer. Er trifft genau, wie er es beabsichtigt. Nicht wahr, Detective?
Vorbild für die Truppe. Ergebnis leicht. Aktuelle Punkte 2040. Highscore 2040. Belohnung erhalten. Waffenteile 50. Grünes Geld 1500. Kann ich hier noch mehr gewinnen? Was ist das? Schieße auf die Ziele und versuche einen Highscore zu erzielen. Erziele Kopftreffer und erhöhe deine Trefferzahl für Bonuspunkte. Was ist das? Training? Grünes Geld 1000, Waffenteile 100, Waffenteile 75, Kraut 8, grünes Geld 3500. Was? Schlüssel. Grünes Geld 2000, Leichenschrankschlüssel einmal, grünes Geld 10.000. Dann machen wir hier weiter. Also ich glaube, wir verbringen unsere Zeit nur am Schießstand. Wo ist die Ratte? Mist. Und, habe ich was bekommen? Verdammt, ja! Yes. Ja. Nochmal das hier. Aber diesmal hier. Und ich brauche insgesamt 3500 Punkte. Ah, da steht's ja, okay. Mist. Mensch, bist du schnell. Ja, nicht so gut. Auf jeden Fall besser als erwartet. Aber sie könnten noch mehr trainieren. Mhm. Natürlich, wir versuchen alles zu bekommen. Irgendwie ist hier dann meine Empfindlichkeit zu hoch. Wir starten nochmal neu. Mein Problem ist es, dass ich mich vom einen Ziel dann ablenken lasse.
Mist. Ah, da ist noch einer. Mist. Schon wieder dieselbe Punktzahl. Das ist wirklich beeindruckend, Detective. Also ich glaube, diese Runde verbringen wir hier nur am Schießen. Yes. Er trifft genau, wie er es beabsichtigt. Nicht wahr, Detective? Grünes Gel 3500. Nice. Schlüssel gibt's bei 2500, grünes Gel 10.000. Aber da muss ich auch extrem gut sein. Ist das heftig. Oh. Das war ja grottenschlecht. Nichts verlernt. Grünes Gel, einmal. Na, ich bin schon froh, wenn ich den Schlüssel kriege. Echt jetzt? Was für Reflexe ich habe. Sehr gut, Detective. Jetzt. Neuer Highscore, aber nicht zufrieden. Mist.
Gibt's ja nicht. So schlecht bei den Gegnerschüssen. Das war voll drauf, ich muss... Noch schlechter. Übung macht den Meister. So, ein Versuch noch. Oh, sorry. Es wird ja alles schlechter anstatt besser. Dafür haben Sie sich Applaus verdient. Da draußen gibt es bestimmt jemanden, der Ihnen Beifall klatscht. Ich hab dich abgeschlossen. Abgeschossen. Blablabla. Komm schon, ich werde doch die 1000 Punkte da schaffen. 4000 nicht, aber 1000. Es ist unmöglich, den zu treffen. Okay, ich probiere das andere. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Was gibt's hier? Grünes Gel, Kraut, Waffenteile, Leichenschrank, Schlüssel, grünes Gel. Ich schau mal, was ist das? Das war safe. Das habe ich jetzt nicht Sie ganz sind verstanden. Etwas eingerostet, Detective. Sechstausendzweihundert.
Ach so, auf die schwarzen kann man auch lesen. Ach so, ja, das hätte ich erst mal wissen müssen, dass man auf die schwarzen schießen kann. Aber das Ergebnis nicht so sehr. 13.000, ja, nochmal. Einundfünfzigtausend. Bin wohl etwas eingerostet. Aber es war ja gar nicht mal so schlecht. 70.000 gibt's Dings. Bei 80.000 Gel. Versuche ich's noch. Gott, 56.000. Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Thank you.
51.000. Keine Sorge, wir sind hier unter uns. Ich verrate keinem, was eben passiert ist. Verschlechtert. Blöde Kudi. Sie sind etwas eingerostet, Detective. So, ihr Leute, ihr habt mich jetzt sehr gut schießen sehen. An dieser Stelle mache ich erstmal Schluss. Verzeihung. Aber ich werde diese Aufgabe noch weiterführen und euch dann mein Endresultat mitteilen. Also bleibt auf jeden Fall dran, wie es weitergeht. Ob ich es schaffe oder nicht. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.